Nun Oliver Luksic für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten heute in letzter Lösung über die Entwürfe von Bundesregierung und Bundesrat zur Schaffung des sogenannten Feuerwehrführerscheins. Wir haben uns, glaube ich, in den letzten Wochen intensiv und, wie ich finde, auch konstruktiv über diese Entwürfe zusammengesetzt. Lassen Sie mich noch mal auf die Kernpunkte eingehen. Wir verfolgen mit dem Feuerwehrführerschein drei Kernziele. Wir tun dies, um die Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehren und der anderen Dienste dauerhaft aufrechterhalten zu können, damit also Freiwilligendienst in den Katastrophenschutzorganisationen zukunftsfest zu machen. Sowohl die Entwürfe der Bundesregierung als auch des Bundesrats sehen eine Lösung vor, nach der sowohl organisationsintern eingewiesen als auch geprüft wird. Ich glaube, das ist unbürokratisch und das spart Kosten. Deswegen unterstützen wir diesen Ansatz. Ein weiteres wichtiges Ziel: Wir reden hier immer über hochverschuldete Kommunen, die Geld sparen müssen. Dieses Vorgehen hilft nämlich genau hierbei, denn sonst zahlen häufig Kommunen Nachschulungen zum Erwerb für einen Führerschein, gerade bei der Feuerwehr. Ich kenne das auch aus meiner Ratstätigkeit. Gleichzeitig wollen und müssen Kommunen natürlich die Sicherheit der Bevölkerung gewährleisten. Ich glaube, der Feuerwehrführerschein ist eine gute Lösung, beide Ziele miteinander in Einklang zu bringen. Unser drittes Kernziel ist, dass wir das Ehrenamt stärken wollen, fraktionsübergreifend. Dafür müssen wir Anreize schaffen. Ein solcher Anreiz ist auch der Feuerwehrführerschein. Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, der von Beginn an eine wichtige Rolle zu Recht spielte: die Verkehrssicherheit, die Bedenken, dass der Feuerwehrführerschein eine Gefahr für die Verkehrssicherheit darstellen soll. Natürlich ist klar, Blaulichtfahrten birgen ein höheres Risiko als normale Fahrten. Aber wir haben uns einem intensiven Abwägungsprozess gestellt, und an dessen Ende kann man guten Gewissens sagen, dass wir die Möglichkeit der organisationsinternen Einweisung und Prüfung unterstützen. Es sind ja nicht irgendwelche Chaoten, denen wir das übertragen, sondern pflichtbewusste Bürgerinnen und Bürger, die sich in den Diensten engagieren. Und vor allem sind hier im Gesetzentwurf klare Anforderungen vorgesehen für diejenigen, die einweisen und prüfen dürfen. Und auch gerade deswegen haben wir auch die Klarstellungswünsche des Bundesrates durch Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen aufgegriffen. Deswegen ist nun explizit geregelt, dass Ausbildung und Prüfung auch durch Fahrlehrer vorgenommen werden kann. Ich glaube, das ist auch ein guter Fortschritt, den wir in den Beratungen erzielt haben. Ebenso wie es den Fahrschulen ausdrücklich ermöglicht werden soll, durch attraktive Angebote natürlich hier auch weiter Kunden zu gewinnen, haben wir also auch in Zukunft in jedem Fall gut ausgebildete Fahrer auf den Einsatzfahrzeugen. Lassen Sie mich auch noch mal kurz auf das Thema der Vereinbarkeit des Feuerwehrführerscheins mit Europarecht eingehen. Ich bin der Überzeugung, das Ganze wurde sorgfältig geprüft durch das BMJ. Es gibt keine Bedenken gegen die Rechtsförmlichkeit, sonst hätten wir auch heute den Gesetzentwurf nicht vorliegen. Ich bin der Meinung, dass es inhaltlich gut zu vertreten ist, dass die nun genannten Organisationen zum Katastrophenschutz im Sinne der dritten EG-Führerscheinrichtlinie zu zählen sind. Das Thema der bundeseinheitlichen Lösung, das ja auch die SPD angesprochen hat, ist natürlich ein Thema, über das wir auch sprechen müssen, was wir auch im Ausschuss getan haben. Deswegen möchte ich noch mal festhalten: Im Bundesrat ist weiterhin eine Länderlösung vorgesehen, auch wenn der federführende Ausschuss es anders gesehen hat. Somit entspricht das, was wir hier verabschieden, auch dem Willen der Länder, übrigens auch der SPD-geführten Länder. Ich halte es immer noch für möglich, dass wir so und für sinnvoll, dass wir so maßgeschneiderte Lösungen für jedes Bundesland haben, weil die Anforderungen an Katastrophendienste beispielsweise in Schleswig-Holstein vielleicht anders sind als in Bayern, Niedersachsen oder dem Saarland. Deswegen ist es sinnvoll, vor Ort dies zu entscheiden. Die Länder sind natürlich nicht davon abgehalten, sich eng abzustimmen. Insbesondere was die gegenseitige Anerkennung angeht, ist dies ja auch wünschenswert. Und deswegen halte ich es für richtig, dass das BMVBS hier eine Art Koordinierungsrolle angeht. Staatssekretär Scheuer hat im Ausschuss dies ja auch angesprochen, dass es also eine Art Basistext für den Feuerwehrschein gibt. Das ist, glaube ich, gut und richtig. Ich freue mich und die FDP freut sich über den breiten Konsens im Grundsatz zwischen den Fraktionen.
Jetzt kommt es auch darauf an, dass die Länder zügig die Regelungen umsetzen, die Chancen nutzen, die sich mit dem Feuerwehrführerschein bieten. Die zahlreichen Ehrenamtlichen im Land warten darauf. Sie werden es Ihnen und uns auch danken. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.